Wir haben heute hier einen Warnstreik abgehalten, den wir vorab mit unserer IG Metall gemeinsam organisiert haben. Es waren Kollegen von Vossloh Kiepe, von Kamatsu und von Hille und Müller bei uns am Werk. Wir haben hier das Tor 1 gesperrt. Es war eine ganz hervorragende Stimmung. Wir waren sehr zufrieden mit der Zustimmung der Kolleginnen und Kollegen, die sich heute hier bei uns am Warnstreik beteiligt haben. Der Warnstreik war was ganz Besonderes für uns, gerade hier an der Forststraße, weil wir schon seit gut fast, sag ich mal, 15 bis 20 Jahren dies bei uns nicht mehr organisieren konnten und haben es diesmal geschafft. Und wenn wir sehen, mit welcher Resonanz, bin ich sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz auf unsere IG Metall. In dieser Tarifrunde wird selbstverständlich gefordert 5,5%. Das ist mehr als fair, mehr für uns alle. Da haben wir alle was von. Denn wenn wir uns die Inflationsraten angucken und zum Beispiel auch die Ergebnisse der Unternehmen sowie die Gehälter der Manager und auch der Vorstandsvorsitzenden und der Vorstände in den großen Unternehmen, ist es mehr als fair 5,5. Weil dadurch stärkt man auch die Kaufkraft der einzelnen Mitmenschen hier in der Bundesrepublik Deutschland und somit dann auch die Konjunktur. Und damit werden wir auch weiterhin hier produzieren, in Deutschland, für Deutschland und für uns selbst. Wir stellen eine einfache Forderung. Keine Punkte, keine Mehrpunkte zum Beispiel, nur die Forderung 5,5% auf eine Laufzeit von 12 Monaten. Dass das eigentlich so schwierig geworden ist, gegenüber den Arbeitgeber uns da entgegenzukommen, das kann ich leider nicht verstehen. Wir sind uns sicher, dass wir hier am Standort mit unseren Kollegen im Düsseldorfer Süden eine Menge auf die Beine stellen können, denn gemeinsam sind wir stark.